Hallo Leute, der liebe Nietzsche Now macht wieder das, was er am besten kann, nämlich packt er Pakete aus und zündet sie an. Das typisch wie immer, trotzdem lieben wir es, lasst der Wucht da, ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Hallo, ich bin wieder zurück und ich öffne wieder Fanpost. Er hat richtig Bock drauf, das 3000. Video zu Paketen auspacken und anzünden. Viele haben mich in den letzten Wochen gefragt, wo ist Aaron? Warum ist Aaron nicht mehr da? Und es gab Theorien, dass er weggelaufen ist oder verstorben ist. Zeig Aaron, zeig Aaron. Aaron ist weg! Aaron hat mich verlassen! Und wir fragen uns, meine Damen und Herren, ist Aaron tot? Und wurde er sogar versehentlich gegessen? Ich habe ihn nicht gegessen, ich habe Aaron nicht gegessen. Aber... Versehentlich? Wie kann man das versehentlich machen? Für Samuel ist Wild trainiert oder was? Ich habe Post bekommen! Und es ist... Ich finde es auch geil, wie diese Figur hier überlebt hat, noch vom letzten Unboxing-Video hier. Die hat er sich behalten, ja. Eine Grußkarte! Liebe Grüße aus Zypern. Hallo Elias, Zypern. In Zypern ist es sehr warmes Wetter. Ich komme bald wieder zurück. Was ist das für ein Z-Strich hier zwischendrin? Es ist von Premiere Pro irgendwas drin mit reingemacht worden, aber das ist komisch, dass es mitgerendert wurde. Hä? Okay. Ich komme bald wieder zurück. Liebe Grüße, Aaron. Er ist nur im Urlaub. Damit er nicht abhaut, wenn er wieder da ist, habe ich Rattenfallen aufgestellt. Damit fange ich ihn dann hoffentlich. Ich habe die Falle. Ich hoffe, er hat Lebendfallen geholt. Das sind doch Todesfallen da unten. Das sind die, die den Nacken kaputt machen. Nee, die nicht die Falle machen. Nee. Und die habe ich auch noch. Ja! Naja, ich öffne mal das erste Paket. Dieses Paket ist von Sarah und kommt aus Österreich. Oha, wie cool! Ich weiß, wer noch aus Österreich kam. Wir haben hier zu... Was passiert in diesem Video, ey? Ist so dark gleich. Die Ratte wird gefangen, tot gemacht. Danach gibt's eine Hitler-Anspielung, was zum Henker. Zum einen ein Paket in einem Paket. Sehr interessant. Hier sind sehr viele Sticker drauf. Sehr viele. Bah! Das ist nicht kinderfreundlich. Mach das weg. Ich muss die Gesichter hier rausschneiden. Stell dir vor, ein Kind, 10-jähriges Kind, schaut dieses Video mit seiner Mama. Und auf einmal sind da solche ekligen Sticker drauf. Boah, wie der da oben geht. Dass er nicht ein Fingerabschnitt aus Versehen dabei? Boah. Leider abziehen können einfach. Wir sind Sarah und Sarah. Ruf uns mal an und bedanke dich für das tolle Paket. Ihr sagt mir, dass ich mich bei euch für dieses Paket hier bedanken soll. Da sind Hentai-Sticker drauf! Okay, bin ich mal gespannt, was Sarah und Sarah geschenkt haben. Oha! Oh. Squid! 90 Squid Game, hä? Das ist einfach der Game Master. Den kennt wahrscheinlich keiner, welche die Maske auch hier hinten hängt. Game! Ist eigentlich die Vendetta, V-Vendetta-Maske, ja. Aber wurde damals für den Game Master benutzt auf YouTube, die Trends. Was heißt Squid Game auf Koreanisch? Squid Game! Oha! Ein Jojos! Oh, ich muss sehr gut aufpassen, weil hier eine Bärenfalle direkt hinter mir liegt. Ja! Zack! Ja, und zurück! Lass mich raten, er wird im Laufe dieses Videos noch in die Bärenfalle reintreten. Wow! Warte mal, warum habe ich das gemacht? Ja. Ich hatte voll Spaß daran. Oh, wir haben einen Cock. Schmeckt der auch nach Cock? Ey, der schmeckt wirklich gut, dieser Lolli. Ich mach den mal auf die Rattenfalle. Vielleicht kommt Aaron. Hätte ja auch sein. Ich hatte ja gesagt, so, oh, der schmeckt wirklich nach Cock. Dann und fällt darauf rein, weil Aaron steht auf Schwänze. Und wir haben hier noch sehr viele süße Radiergummis. Wir haben hier eine Robbe, eine Schildkröte. Guck mal! Schnibbidi, schnapp, schnapp, schnapp. Was? Och nee. Och nee, ja. Ist nicht auch Plastik oder so? Wie der krebserregende Stoffe? Gut, Elias ist nichts anderes gewohnt. Ich glaube, sein Körper besteht nur aus Krebs. Kinder! Frühstück ist fertig. Wir haben hier noch, oha, ein Rentier. Oh, das sieht voll süß aus. Hallo Bambi. In der Weihnachtsbäckerei. Und ich muss immer noch aufpassen, weil da liegt immer noch eine Bärenfalle auf meinem Boden mit einem Penis drauf. Liegt so manche Kleckerei. Kennt ihr schon meine Haushaltsecke? Sieht die nicht heftig aus? Guck mal, die Schere habe ich neu dazu bekommen. Kennt ihr den Film Edward mit den Scherenhänden? Mhm. So sehe ich aus. Habe ich letztens erst gesehen.
Ich habe den ganz anders wie vorgestellt, aber der ist eigentlich ganz okay. Der ist eigentlich ganz cool. Ich bin Edward. Komm her, ich schneide dir die Finger ab. Ha. Jo, wie scharf das Ding ist. Wie jo, gefällt euch eigentlich meine Küchen ein? Hä? Wie scharf ist die Schere? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das direkt so durchschneiden kann mit einem Schnitt. Richtung. Hier, Herd, Spülmaschine und da ist mein Bett. Das ist übrigens ein riesen Fanpaket, nur ich habe Angst, das zu öffnen, weil ich glaube, dass da eine Leiche drin steckt. Okay, vielleicht ja, genau. Kann ich den noch retten. Dann ist es am besten natürlich, dann die ganze Zeit im Keller stehen zu lassen, wo er auch schläft. Hm, sehr gute Gerüche, die sich da ausbreiten dann. Nee, ich autopsiere ihn lieber. Finden wir mal heraus, was seine Todesursache war. Du bist nur Styropor von innen! Aber der Kopf ist süß. Dich kann ich an meine Wand anbringen. Okay, ich hab's nicht an meine Wand gehangen, aber er ist jetzt ein Teil. Einfach so aufgespießt! Wie so im Mittelalter. Von meiner Lampe geworden. Dankeschön, Sarah, für das tolle Paket. Ich mach direkt weiter. Es ist kein Riesenrentier. Weiter. Aufräumstunde! Und jetzt kommt ein Edit, wie ich aufräume. Und zwischendurch? Ja, Elias, bitte mach das nie wieder. Danke. Als nächstes habe ich dieses Paket. Das ist von Kurtis und ist relativ schwer und sieht auch sehr eklig eingepackt aus. Ich erwarte nichts Gutes. Kachung! Fruit Ninja! Wusstet ihr, dass Fruit Ninja nicht von einem Ninja gemacht wurde? Und was? Lustige Fakten Nummer 1. Lustige Fakten Nummer 2. Wusstet ihr, dass Ich hab Angst hier vor, weil das ist mit Küchenrolle zugemacht. Hallo, liebes Elias. Liebes Elias, bin ich jetzt irgendwie ein Objekt oder so? Ich bin ein Mensch! Und dann ganz viele Among Us Emojis. Wie macht man das? Wie macht man Among Us Emojis? Das ist wahrscheinlich kein, das ist wahrscheinlich Dings. Das ist irgendeine Schrift, irgendeine Sprache, wo das dann halt so dieses Zeichen gibt. Wahrscheinlich heißt es irgendwas, das Wort, denke ich mal, vermute ich. Ganz wilde Vermutung, ja, die ich habe, ja. Hm? Emoji of Windows. Ah! Ach so. Oh, das ist nur ein Stein. Und sonst haben wir hier noch drin. Da zahlt mir ja extra mehr Versand, weil das Paket schwerer ist. Und mach dann einfach einen Stein rein. Was? Hä, was? Bitte sag mir nicht, dass das Mandarinen sind. Bitte sag mir nicht, dass das Mandarinen sind. Weil dann höre ich auf, diese Videos zu drehen. Es sind das sind viele Mandarinen. Das sind verdammt viele Mandarinen. Die werden alle so verdammt schimmeln. Igidigid. Mandarinen! Warum ist das so eklig? Bah, die ist schon braun. Ich hasse braune Sachen. Hört auf mir! Mandarinen zu schicken! Weil, wenn ich die Pakete öffne, sind 2 Monate vergangen und die Mandarinen sind nicht mehr gut! Das macht mich... Was lernen wir daraus, Elias? Entweder Pakete früher packen oder nicht mehr in die Videos reinschneiden, dass du dich aufregst über Mandarinen. Zuschauer lieben es doch, dir Mandarinen zu schicken, weil sie wissen wollen, wie du euch ausrastest. Das macht mich richtig fuchsig! Ich hab dir gesagt, das macht mich fuchsig. Das sind die Sachen vom letzten Video, ne? Och Mann, nee, komm, das ist so cringe. Das ist das Kacke. Ich hab dieses Furry-Kostüm öfter an, als es mir lieb ist. Aber die Mandarine ist wirklich noch, glaube ich, ganz okay. Das ist geirrt. Oh! Oh! So was hab ich ja noch nie gesehen. Und deswegen sage ich euch, hört auf! Innen so geschimmelt, wow. Mir Mandarinen! Ich werf das jetzt auf die Bärenfalle. Hä? Ich kann nicht treffen. Okay, was steht denn hier auf den Glückskissen? Ich werde der Welt ja, wie gesagt, am Ende vom Video auslösen, so als Hook, dass man bis zum Ende guckt, so ja. So. Es braucht keine sozialen Netzwerke wie Facebook oder andere Plattformen, um die Welt besser zu machen. Dazu braucht man auch keine Postings oder Blogs. Um die Welt besser zu machen, genügt schon eine einzige soziale Tat. Ich muss Pipi machen! Warum versuche ich irgendwie glücklich zu werden mit den Sachen, die ich bekomme? Ich werde nicht glücklich dadurch. Ich muss es einsehen, dass ich einfach Müll bekomme von meinen Zuschauern. Dass ich nicht ein einziges Mal irgendwas Cooles geschenkt bekomme. Ich freue mich jedes Mal, so ein Video zu drehen und dann werde ich enttäuscht, weil ich einen Stein bekomme!
Als nächstes haben wir dieses Paket. Hä, was war doch ein cooler Stein? Da ist ein halber Smiley drauf, oder nicht? Hä, das ist ein Smiley drauf gewesen. Der ist ein bisschen durchgebrochen, aber das ist doch cooler noch und angemalt. Als nächstes haben wir dieses Paket, da steht kein Name drauf. Hier ist eine Box drin, die ist abgeschlossen und ein Brief. Oha, kommt jetzt irgendwie so ein Quiz oder so? Hallo Need to Know, ich bin Lukas, 12 Jahre alt und ich spiele seit einigen Wochen dieses Spiel. Ich bin absoluter Profi, wenn du gegen mich gewinnst, sag ich dir, wie du die Box öffnen kannst und wenn du verlierst, dann nicht. Und du bist ein Opfer, weil du gegen ein Kind verloren hast. Scan. Wahrscheinlich ist es ein Spiele-Placement, es gibt auch kein Name drauf, weil er selbst verpackt hat, ja. Diesen Code und wir zocken gegeneinander. Ich bekomme eine Benachrichtigung. Sag mir, wie das aufgeht! Was ist da drin? Oh mein Gott, muss ich jetzt ernsthaft diesen Code hier scannen? Okay. Ja, das ist Werbung. Er hat sogar hier extra einen Hammer stehen. Er könnte aber den Hammer hier nehmen und die Axt und damit dieses Ding aufschlagen. Ihr müsst das nicht mehr spielen, aber alles fürs Placement. Also, man sucht hier einen Gegner anscheinend. Ich bin ein Krokodil. Okay, man hat also hier ganz viele Farben. Und wenn man die Farben connectet, kriegt man Punkte. Und wer innerhalb von 5 Runden die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Okay, wie will da bitte ein 12-Jähriger gegen mich gewinnen? Du wirst gleich so auseinandergenommen, ich sag's dir. Hier den. Bam! Okay, jetzt mache ich meinen Booster. Du kannst mir nichts, du dummes Kind! Meine Zeit! Opponent's turn. Das ist richtig. Geil, dass sie es durchgebogen haben. Obwohl das Kind voll beleidigt wird. Einfach. Schaffe ich alles. Was soll das? Warum bist du noch dran? Hör auf! Er macht einfach das halbe Spielbrett kaputt! Wie hat er 60 Punkte mehr als ich? Das ist doch alles dumme Scheiße! Oh mein Gott, ich kann nichts machen! Mach irgendwas Cooles! Ja, komm, L! Oh mein Gott, ich hab's. Also, als ich mich Placement und Fragen bekommen war schon da im Briefing mal drin. Keine Beleidigungen, keine obszönen Sachen und so bla. Elias hat alles raus. Geil. Doch schon verloren, das ist doch die letzte Runde, das ist dein letzter Zug. Hör auf zu emoten! Du kannst mich mal, ich werde diese Dose trotzdem öffnen! Und wenn es mit einem Hammer sein muss. Aber ja, eigentlich, ich mach das gleich, aber eigentlich hat das Spiel Bock gemacht, warte mal. Nee, aber jetzt mal Real Talk, Matchmasters ist wirklich ein geiles Spiel. Ich habe das jetzt die letzten Tage im Zug gespielt, als ich auf dem Weg nach Berlin war. Ich habe auch schon 1100 Trophäen. Im Prinzip ist es sehr einfach, man spielt gegen Gegner aus der ganzen Welt. Das wurde auch in Deutschland alleine 5 Millionen Mal heruntergeladen. Ihr könnt es euch hier über den QR-Code... Wahrscheinlich gerade 50 Millionen, aber wahrscheinlich dann von den 50 Millionen sind 5 Millionen in Deutschland, das kann sein. Runterladen oder mit dem Link in der Videobeschreibung und ihr bekommt einen Willkommensbonus umsonst dazu. Das sind dann Boosts. Gönnt euch das Game, nehmt den Code, ja, scannt den wie auch immer und lasst dir jetzt ein bisschen Liebe da, dafür, dass er sich endlich mal, dass er sich erholen kann von den ganzen krebserregenden Düften und dem, den Mandarinen. Jetzt weiter. Da ist wirklich was drin! Okay, da ist ein Zettel drauf. Da steht L, du Opfer. Was soll die Scheiße? Dieses Paket ist von Hannah und ist relativ leicht. Übrigens hat Aaron mir 10 Stück von diesen Grußkarten geschickt. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll, deswegen verlose ich die. Wenn ihr die gewinnen wollt, dann schreibt einfach einen Kommentar und dann... Ich wette, dass Elias diese Grußkarten drucken lassen wollte fürs Video, aber man konnte mindestens 10 bestellen. Deswegen hat er noch 9 weitere noch bekommen gehabt dafür. Schicke ich euch die zu. Ich unterschreibe die da noch sogar. Weil an sich ist das schon... Was zur Hölle? Was liest Aaron da? Der liegt da einfach und trinkt Corona und hat ein Mädel am Start. Macher einfach. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, was die Hannah hier geschickt hat. Wir haben hier einmal ganz viel Luft einfach. Und zuallererst einen Brief. Hallo lieber Elias, ich feiere deine Videos, die bringen mich immer zum Lachen und deshalb wollte ich dir etwas zeichnen. Ich kenne deine Videos nur durch Reaktionen von Stunrix und Brody. Okay, das ist crazy. Okay, Hey, was geht? Hey! Dankeschön, Elias, durch mich als Zuschauer, perfekt. Krass, Grüße gehen raus an euch beiden. Grüße gehen auch raus an die beiden. Das habe ich gerade gesagt und das steht da einfach. Okay, wir leben ja in einer Sinn. Grüße zurück, was geht? Kommen dazu. Alright, dann bin ich mal sehr gespannt, was du gezeichnet hast. Was? Das ist der Hund im Sweatshirt! Genau wie es beschrieben wurde. Guck mal, Bombi! Siehst du das Bild? Ist das nicht süß? Ja, das ist wirklich süß. Das hier ist mein Lieblingsplüschtier. Ich habe den in der letzten Folge bekommen und der ist mir irgendwie richtig ans Herz gewachsen, weil es ist einfach nur eine Bombi. Und die macht nichts, die hat keine Arme. Die ist einfach richtig süß. Die ist immer an meiner Seite, ne, Bombi? Ich stell dich mal hier so hin. Vielen Dank, Anna, für das coole Paket.
Komm, wir öffnen das nächste Paket zusammen. Aber bevor ich das mache, möchte ich mich bei euch mal bedanken. Es ist ja relativ oft so, dass ich lustige Sketche mache. Leute schreiben, oh mein Gott, der Witz bei Minute so und so war richtig gut. Danke, danke. Ich gebe mir richtig viel Mühe und ich schreibe mir die Gags immer vorher auf. Und mir fiel gestern Abend einen neuen ein. Passt auf, was haltet ihr von dem hier? Okay. Also, ich habe hier diese Bombe. Das regt dann einfach direkt vor. Okay, jetzt kann ich euch abstimmen, welcher Gag davon das nächste Video kommt. Perfekt. Und ich werde so tun, als würde ich sie anzünden. Ich zünde sie aber nicht wirklich an, weil ich liebe dieses Plüschtier. Dann springe ich hinter dem Tisch und tue so, als würde die Bombe explodieren. Aber jetzt kommt das Lustige, die Bombe explodiert natürlich nicht, sondern es kommt nur ein Furz-Soundeffekt. Also das ist halt so super unerwartet und ja, pass auf. Okay, 3, 2, 1. Die schöne Bombe. Nein, Bombi! Nein! Was haben sie mit dir gemacht? Bombi ist tot! Das sollte nicht der Witz sein! Fun Fact: In dem Skript stand wirklich genau dieser Witz drin. Safe. Egal, ich hab noch einen davon. Hallo Bombi! Weißt du was? Ich hab einen Zaubertrick. Dann öffnen wir mal dieses Paket, das ist von Younes. Wir haben hier ganz viele Sachen und einen Brief. Ich schicke dir aus Langeweile dieses Paket und hoffe, dass du dich über die vielen tollen Nicht-Sachen freust. Dann gucken wir mal, was du mir hier geschenkt hast. Und zwar haben wir hier einmal ein Ei. Ist das ein Flummi? Wow. Das ist wirklich ein Flummi. Ich habe voll Angst davor, das zu werfen, weil wenn ich das auf dem... Weil es ist ja nicht rund, das ist so Ei für mich. Das kann ja wohin sonst prallen. Boah, ich liebe Flummis, aber leider darf ich die nicht benutzen, weil ich habe Nachbarn unter mir und die würden mich hassen, wenn ich Flummis rumschmeißen würde. Boden aufstoße, dann kannst du in meine Fresse landen. Oh, guck mal, Fuck yeah! Das war richtig spitze. Flugzeug. Da steht hinten drauf, für deine Stirn. Verarsch mich nicht! Das ist voll gemein, sowas zu schicken. Ist sie wirklich so groß? Warte mal, ich sag dir, das wird nicht auf meine Stirn drauf passen. Das ist viel zu lang. Wir machen jetzt den Test, ob meine Stirn wirklich eine Landebahn ist. Was zur Hölle? Ich hab sogar noch Platz übrig. Warum passt das auf meine Stirn, das Flugzeug? Hey, das ist eine komplett normale Stirn. Hä? Das ist komplett normal. Soll die bis die Augenbrauen hier gehen, Jahre oder was? Hä? Was ist das denn? Hat sogar noch mehr als genug Platz? Nee, das feiere ich gar nicht. Als nächstes haben wir einen Kobold. Was mach ich damit? Die Pakete waren heute nicht so spektakulär, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte mal richtig Bock auf irgendwas Cooles. Wenn ihr mir coole Sachen schicken wollt, irgendwas Ausgefallenes, keine Ahnung, irgendwas, bestellt es auf Amazon und liefert es an meine Adresse, ja? Oh, wie wäre das, wenn man, Mandarinen. Ja, Mandarinen ihm schickt. Das wäre, glaube ich, richtig gut. Die Adresse steht im Discord-Server. Dort könnt ihr dann coole Sachen hinschicken. Irgendwas Ausgefallenes, irgendwas, womit ich was Cooles machen kann. Und das beste Paket in jeder Folge gewinnt von mir 100 Euro. Schicke ich euch dann einfach so, deswegen lasst euch mal was. Aber wie findet ihr das beste Paket? Und ich habe gemeint, von Amazon was bestellen. Aber ich finde es wack. Ich finde besser, wenn man so einfach Müll Ideas schicken kann. Muss ja nicht irgendwie Amazon-Pakete sein. Cooles Einfallen. Bitte, ich will coole Sachen bekommen! Ja, Leute, also schickt ihm coole Sachen. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe auch noch genug Müll, die ich mir schicken könnte, so. Ein paar Mandarinen habe ich noch.